Elia Stefanescu für GMP1 TV. Wir sind gerade bei der Cage Fight Series Nr. 8 hier in Graz, Österreich. Und Ritan Bardramey an meiner Seite, wie man unschwer erkennen kann, glücklich, wird hier von dem einen oder anderen Fan nochmal, kriegt einen High Five. Du hast wirklich sehr schnell gewinnen können gegen David Massina mit einem Standing Guillotine Choke. Erzähl uns vielleicht nochmal kurz deine Sicht der Dinge. Naja, ich werde eingeschätzt wie ein Standkämpfer. Ich bin aber nämlich ein Bodenkämpfer. Aber ich trainiere die Scheiße, sind nicht mehr lang. Und ich tue nur stehen mit meinem Trainer Ismet. Und er ist ein Thai-Boxer. Ich habe erwartet, dass wir sehr lange am Stehen werden. Und ich war vorbereitet, dass ich am Knie einsetze, wenn er den Takedown attempt. Und ich habe schon gewusst, dass er das probieren wird. Und dann hat er gelungen auf meine Deckung, auf meine Defense. Ich habe es mal kurz gedacht, gehe am Boden, stehe. Er ist aber ein Ringer. Wenn ich am Boden bin, kann er vielleicht rauskommen. Dann habe ich mir gedacht, ich probiere das am Stehen, fixieren. Die Kante ist reingegangen. Und wenn die Kante auf der Kehle ist, dann brauchst du noch ein bisschen Gewicht gegen den Zaun. Spiel over. Ja, der Winkel war optimal. Du hattest ihn auch mit dem Rücken im Cage. Er konnte also nicht groß nach hinten ausweichen. War dir das klar, als du die Guillotine so reingedreht hast? Das war es wahrscheinlich? Nein, ich habe mir gedacht, okay, da will er irgendwelche Single Legs probieren oder sowas, nicht? Der Unterschied ist, er hat 97 Kilo und ich habe 108, also 107. Das ist ein 10 Kilo Unterschied, nicht? Und ich habe es ihm umgedreht. Nicht ganz leicht, aber ist gegangen, nicht? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das am Stehen. Und ich habe es gesagt, wenn er rauskommt, wenn der Kante nicht unter dem Kiefer ist, dann werde ich immer Knie oder Ellbogen. Ist ja meine Spezialität, nicht? Und dann ist aber gesessen. Fertig war es, nicht? Ich hab's, wenn ich ein bisschen mehr gedrückt hätte, dann... aber er hat es gleich geklopft, so. Was der nach dem Kloppen, ich bin ein fairer Spieler. Ich bin ASFOP. Das ist ein Schimpfwort. Meine Nagel ist schon runter vom The Bice in Berlin. So, piep euch. Zu dem Kampf damals können wir auch gerne ein, zwei Worte noch mal loswerden, wenn du willst. Zuallererst natürlich Gratulation, wirklich schneller und toller Sieg. Gar nicht, ob du selbst damit gerechnet hast, so schnell das Ding zu werden. Ich habe mir gedacht, er wird nach Punkte gehen. Ich war mal eingestellt auf die Punkte. Ich wollte noch ein paar Takedowns machen. Er kann nicht viel auf den Boden gegen mich einsetzen. Ich konnte, aber er ist ein guter Ringer, geht's auch weg. Nicht? Ich kenne den David schon seit 10 Jahren, seit meinem letzten Kampf. Nicht? Ist mittlerweile ein guter Bekannter, sag mal, ein guter Freund von mir. Wir haben gemeinsame Freunde, treffen wir sie immer auf den Galas und das Ganze. So, aber ich, wie mein Isbeth sagt, mein Trainer sagt, das war mein zweiter Papa nämlich, sagt, der Toni hat einen Schlüssel, tschack, dreht um und es ist scheißegal, wer da drinnen steht. Nicht? Im Sparring ist bei mir im Training genauso. Wenn der Isbeth vor mir steht, nicht eine, zwei Runde halte, der dritte liegt da. Ja, aber man hat gesehen, wie du schon sagst, nach und vor dem Kampf sehr freundlich, ihr beide. Man merkt, ihr seid Freunde. Und wie du schon sagst, im Ring muss man eben einmal seine Leistung bringen, danach ist ja wieder alles okay. Hätte ich mit 10 oder mit 17 angefangen im Sport, dann war ich wahrscheinlich irgendwelche, ich übertreibe, wenn ich sage es McGregor, aber was der vom Mund dort her, obwohl Deutsch ist nicht meine Muttersprache, bin ich ganz gemein. Das wissen die zwei Schwestern von Wien. Einer retired heute. Mittlerweile waren und sind auch gute Bekannte, jetzt waren gute Freunde von mir. Und mit Nando verstehe ich mich auch gut. Gary, mein Abschiedskampf wird nur gegen dich. So, bereits dich vor, lass die Schulter mal heilen und dann melde dich. Tschüss. Bleiben wir gespannt. So, jetzt abschließend die Frage zu deinem Berlin-Kampf. Da gab es ja einige Diskussionen, wir waren ja auch vor Ort, haben kurz gesprochen. Du sagtest, dein Gegner hat dich gebissen. Hinterher hast du sicherlich Beschwerde eingelegt. Nochmal mit der Kommission oder vielleicht mit dem Veranstalter gesprochen. Was ist denn daraus geworden? Ich hab's an Beschwerde eingeleitet, hat's keiner gemeldet, habe ich dann über Facebook wem geschrieben und mein Deutsch ist ganz gut, am Schreiben ist schlecht und ich kriege eine Antwort zurück, habe ich sogar gepostet, das war beschissen aus meinem Deutsch, keine Ahnung, wie das Trottel da war, nicht? Pardon my Deutsch, aber das ist nicht mehr zum Ernst nehmen, scheiß auf die AfC oder was auch immer das blöde Ding ist und ich werde für die Trottel nicht mehr kämpfen und oder nicht mehr zum Tun haben wollen und wie man sieht, der Nagel ist ganz runter, seit einer Woche und es kommt nicht vom, keine Ahnung,
oder was auch immer. Und der Typ hat es noch selbst gesagt, in der Gefecht waren irgendwelche Fingers im Gesicht, vielleicht habe ich abgebissen, aber unabsichtlich. Jetzt kannst du mal bitte 3 Milliarden Menschen zeigen, wie das unabsichtliche Beiß funktioniert, weil ich... Das ist Absicht. Das ist Absicht. Gibt es nichts anderes. Und der Schiedsrichter damals hat gesagt, dass der Mundschutz hat. Und jeder weiß, dass der Mundschutz da oben ist. Und weil ich unten war, der Finger ist, ich hab's, mein Hand habe ich schon im Gesicht, an der Position. Und das ist erlaubt. Und beim ersten Mal hat er weggedraht. Und beim zweiten Mal ist gleich zum Sehen, so wo nicht Protection ist, war auf meinen Nagel. Aber ist vergangen, ist vergangen. Und mit dir bin ich böse, weil du hast mit dem Breidog nichts. Nichts, aber ist gut. Breidog, Grüße. Tut's mir leid wegen deinem UFC-Vertrag, sorry. Ja, vielleicht lass uns noch ein, zwei Worte zu Braddock Silva natürlich loswerden. Box. Sorry. Du hast dir einen harten Kampf mit ihm geliefert und konntest auch eine wirklich tolle, einen tollen Sieg holen. Hast mich auch darauf hingewiesen, der Kampf ist ja erstmal an uns vorbeigegangen. Wie hast du es erlebt? Wie stolz bist du denn überhaupt auf deine Leistung dort gewesen? Ist ja ein Mann, den nicht jeder besiegen kann, besonders so ein Heavyweight-Puncher wie ihn. Ich habe glaube ich 11.000 Kilometer die 2 Wochen vor dem Kampf gemacht. Ein Onkel von mir ist gestorben leider, rest in peace, und müsste in Albanien fahren und 2 Mal nach Rotterdam Freunde besuchen und Geschäfte, ich habe es ein Geschäft üben in Rotterdam und ja, ich habe den Kampf angenommen, danke auf Gion Peltier, Us Bruder, mein Manager und Freund, BTT Baby, Bulgarian Top Team, und der hat mich gefragt, ob ich bereit für den Typ bin, nicht? Und der ist einer auf die 3 Besten auf Glory, ein Heavy Puncher, Free Fight Handschuhe, schaut die Schirr raus. Ich habe mir gedacht, also mehr als gewinnen, umbringen wird er mir nicht. Nicht? Habe es genommen und es war irgendwie mit dem Schotto, mit dem Hotel, war nichts gut, aber hat es geklappt am Ende. Und ja, ich habe 2 Haken, glaube ich, gekriegt. Ich habe neue Typen vom Vogeln gesehen, aber das war's ja nicht. Ich vertraue ja für nicht. Und dann habe ich gesagt, das war's. Dann 5. Gein reingelegt, fertig. Er war gut auch im Boden, aber ich bin Beste da. So, dann ist der K.O. gelungen. Habe ja nicht geglaubt, nicht? Die ersten 5 Minuten nicht? Bin ich immer hingegangen und sage, oder Scheiße, habe ich gewonnen. Did I win, bro? He said, yeah, you are, so you won. He said, Dana White sent me SMS. He said, 3 more wins and you're like you can suck in the UFC. I said, shit, man. If you had told me that before, you know, I'm old. I'm not going to the UFC. I have fucking left to win. But no, I don't let nobody win. So, fuck it. Us, danke auf die Burschen. Wir danken dir. Bleib gesund und dann hoffen wir dich hoffentlich noch oft genug in Aktion zu sehen. In Mai, ich erwarte dich. Respekt Austria 4. Kämpfe ich auch dabei. Us. Okay.